Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play PvP Battle Turnier Teil 3 mit der Map The Cube Control. Genau. Einmal sind Tevin und Adi dabei mit Suitak und mir, dem Argondon. Dann nochmal Ego Tactics mit Real Life Man von Home Games HD und der neue, der Unbekannte, der Blue Paule. Der Blue Paule. Und es geht schon los, lol. Jo, jetzt geht's los. Oh, okay. Ja, Wolle. Damit war ich gar nicht jetzt gerade irgendwie. Ey, hier ist ein Steinschwert mit Plünderung. Überfordert. Das Bett. Ja, was wir sagen müssen, ich habe die Map zum Beispiel noch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob die anderen die schon gespielt haben. Alle einmal ins Bett legen. Okay. Hier in der Mitte. Wo ist das Bett denn? Ach da. Einmal in der Mitte kommen immer Blöcke, mit denen müssen wir uns halt dahin bauen. Versteht ihr bestimmt. Ja, genau. Alter, Daniel. Ja, was? Und die Gegner können wir noch sagen. Hast du schon einen Hut aufgesetzt, Alter? Hut? Ja. UJ, dann erklär mal, wer die Gegner sind. Genau, wir haben einmal die Gegner. Einmal Minecrafter 1905, aka Dark Soul 1905. Dann Vincent von Weiß, 123 Weiß. Dann Gomma HD, der Prophet mit XYZ. Und wer ist noch? Pixcrafter, oder? Pixcrafter, genau. Genau, Pixcrafter ist auch noch dabei mit Gimmis 1 Hund. Alter, Sui, lauf mir noch nicht hinterher. Ja, ich will weiterbauen. Ey, guck mal, hier sind Kühe. Hier drin. Ich würde sagen, ja, Kühe. Jetzt baut sich einer darüber zum Holz und einer zu den Steinen. Also, ich kümmere mich mal kurz um die Wolle spawnen, das ist ja alles geordnet landet. Okay. Alien, hier ist nichts, ne? Ist bei also den Kühen nichts? Hä, ja, doch, hier ist was. Ja, ich meine aber nicht so nach unten bauen, da ist nämlich das Nichts. Da fällt man noch rein. Ach so. Und das ist ja nicht so. So, was wir brauchen ist. Aber voll viele Kühe, Alter. Ja, toll, was bringen uns Kühe? Ja, wir müssen ganz viel Leder holen für Rüstung. Hier kann man ganz viel Rüstung holen. Ich kann nämlich schon mal da rumbauen. Wovon bekommt er. Achso, okay, netter Start. Wovon bekommt er schon unten? Leute, das sind Skelette ohne Bogen, was du. Ne? Also ich habe ein Let's Play von der Map gesehen, mehr aber habe ich aber nicht davon gesehen. Also ich habe das auch nicht. Nur 15 Minuten oder so gesehen. Ah, verpiss dich gut. Es wäre gut, wenn wir zu den Place Roads kommen. Lass mich rüber. Okay, wir brauchen. So ein Wolle-Dings hier. So, gebaut, sorry, Bei mir habe ich gerade immer mal wieder solche Ultra-Lags. Ja, ich auch. Oh, ich auch gerade. Okay. So, sorry Leute, ich wurde gerade gestört, deswegen war ich kurz gemutet. Die Szene schneide ich gerade raus. Okay, hier sind die Spinnen. Einer mit Schwert muss sie jetzt töten. Ich habe kein Schwert. Alter! Ja, Sui, pass auf, du hast das einzigste Schwert, glaube ich. Einzige? Ja, einzige? Das ist nicht richtig, seine grammatikalische. Also, ich habe über 80 Blöcke. Ja, seine Grammatik wollen wir gar nicht reden. Okay, dann würde ich sagen, einer baut sich jetzt Richtung Blaze Rods, das ist hinter den Skeletten. Alter, wie geil, Alter, wie viel Volley runterfällt. Das ist hinter den Skeletten, da baut sich einer hin jetzt. Kleine Information. Bau hier den Block zu, Moment. Den Block hier zu bauen. Null. Was ist das? Blub. Blub, blub. Kommt die Skelette nicht raus und du kannst sie trotzdem töten. Ja, ich bin. Nein! Okay. Jay, bitte geh mal da rein. So, ja genau, ich geh da rein. Like a Hardy! Nein! Du sagst ich muss weg. Ja. Ich brauche einfach die Spinnenaugen von denen. Oh, Alter, hier, ich bin bei den Chickens, Alter. Sorry, du musst mir helfen, ich habe kein Schwert, also von daher, ich kann da auch gar nicht richtig reingehen. Alter, ich bin bei den Chickens. Ich hab 16 Emeralds. Okay, Alter. die tun die Kiste, mit denen können wir Tränke irgendwie handeln oder so. Sui, du musst da einfach dich schlagen. Ey, ich baue mich zu Flint rüber, oder zu dem Flint. Ja, Flint braucht mir, glaube ich, gar nicht so viel. Jus, komm rein, ich bin tot. Oh, ja, gar nicht so viel, aber... Ja, Sui, ich kann da nicht rein, ich habe einfach kein Schwert. Da ist aber ein Schwert drin, das musst du. Ja, wie denn? Da bin ich schon nichts tot. Ja, dann holen wir uns die Sachen wieder. Ja, jetzt kommt der Boss einfach, Alter, der macht alle kalt. Ich würde sagen, ich baue mich Richtung jetzt schon zu dem Cobblestone, weil dann kann ich schon Schwerter für uns machen. Na gut, und das Ziel ist halt, das Gegnerteam das Bett da kaputt zu machen. Alter, und dann danach alle töten, damit sie nicht mehr spawnen können. Irgendwann ey, 16! Tag, wir können uns nicht mehr angreifen. Ich habe 16 Emeralds. Warum? Weil es Tag ist, die greifen uns nicht mehr an. Ich hab die 16 Emeralds. Sag das doch dazu. Ich hab die 16 Emeralds. Tun die in die Kiste. Hab ich. Soll ich die Kiste mitnehmen von den Spinnen? Welche Kiste? Ich nehme mal ein paar Steaks. Ja, okay, dann nimm einfach alles mit, was du findest. Da war nur ein Spinnenauge drin. Ja, das brauchen wir nämlich. Ja, weiß jemand, wo die Gegnerbase ist? Gib mir einfach die Spinnenaugen. Ja, ich weiß gar nicht, wo die Gegnerbase ist. Ich glaube auf der anderen Seite. Oh, ja, okay. Ich weiß auch nicht, wo ist die? Genau. Sui, tu einfach irgendwo rein. Ja, warte, ich stelle hier eine Kiste auf für die. Gib mir einfach die Spinnen auf. Oh, so da viel. Da ist das drin. Ja, geil, wie bekommen jetzt die ganze Rolle? Jetzt brauchen wir noch Skelette. Knochen. Wer hat Knochen? Hier sind ein paar Knochen. Ich hab oben so eine Öffnung gelassen. Ach ja, wer hat Knochen? Ich brauch Knochen. Ja, ich kann da durchgehen jetzt. Gut, Knochen, weil dann kann ich euch Rüstung machen oder so.
Einer wäre gut, wenn er sich jetzt Richtung. Ja, wenn sich jetzt einer Richtung koppelt. Nein. Und hat da schon was gebaut. Nein, ich bin tot. So, hast du Dings. Okay, wir haben Cobblestone, damit können wir uns schon. Cobblestone? Oh yeah. Ja, das ist wichtig. Damit könnten wir uns jetzt schon Dings Spitzhack machen. Das heißt. Außerdem heißt es nicht Cobblestone, das heißt Cobblestone, Alter. Ich hab einen Bogen gedroppt. Nee, doch nicht. Ey, hier sind zwei Knochen drin. Jay, ich hab 9 Knochen. Okay, tu sie einfach alle in die eine einzelne Kiste da. Ey. Ich würd dir mal ein paar Skelette, ne? Ey, macht bei den Blazes halt, seid bei den Blazes vorsichtig. Die machen da alles kaputt. Die brennen alles ab, wenn man nicht aufpasst. So. Ich versuche jetzt erstmal netter Stars zu machen, damit man uns dann Rüstung machen kann. So. So, ich gehe da jetzt rein, snack mir die Sachen weg. Schnell. Nein, ich bin tot. Nein! Geh mal weg. Achso, Blutpolle. Ey, fuck, ich glaube, die 16 Emeralds sind runtergefallen. Egal, die sind auch nicht so wichtig. Ja, aber ich hatte noch 2 Lorenruten. LOL! Leute, was war das? Was? Was war was? Ich hab mich gerade ein bisschen Wolle drüber gebaut, auf einmal verschwindet die Wolle und ich bin nach unten gefallen. Okay, Alex vielleicht. Ja, ich geh. Wir haben jetzt einen Netterstar. Ich geh jetzt zu den Creepern. Ich hol dir den Holz. Bist du hier spinnen? Burn to death. Ach du Kacke! Der Prophet ist auch im Gegnerteam, ne? Ja. Wäre jetzt gut, wenn wir uns Blaze Rods holen. Blaze Rods wäre sehr gut. Noch, ich habe Energy Drink stehen. Ego Tactics, wohin baust du dich? Ich baue mich gerade zu den Creepern. Ich baue mich baue dich lieber zu den Magma Slimes. Okay, was bringt das, wenn wir da sind? Warte, die droppen doch Magma Cream, ne? Ja. Damit kann man sich Bögen und Schwert. Ja, aber ich habe kein Schwert. Ja, ich kann dir eins bringen. Ich habe kein Leben mehr, shit. Ich habe eins. Haben wir schon Holz? Ja, wir haben Holz. Ich habe auch schon, wenn ihr wollt, Schwerter. Ja, mach mal, gib mir mal ein paar Schwert und so. Ja, warte, ich mach nur. Ich hab 8 Emerald. So. Okay, ich sterbe jetzt. Ich tue die ganz schnell noch hier rein, die Sache. Hat jemand Stein? Nein, also ich hab keinen Stein. Ich hab Stein. Hier sind noch Schwerter drin und Spitzhacken. Ich sterbe jetzt. Ja, leg mal die Kiste. So, ich nehme auch ein paar Schwerter. Also, das ist doch. Nimm am besten nur eins, weil jeder braucht ja eins am besten. Mm. Hier, es gibt ja so einen Holzborn. Spring jetzt hier runter. So, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, einmal Magma Cream und Skelette und Spinnen, das ist das Wichtigste. Und vielleicht noch Magma, was brauchen wir noch? Kühe für Leder. Ey, der Blazes-Spawner ist offen. Sui, geh am besten. Ja, genau. Sui, geh am besten in den Cube rein von den Kühen. Dann kannst du ganz viel Leder, farmen. Und ich baue mich gerade hierher. Achso, okay. Hast du eine Spitzhacke? Ja. Gut, dann hol ganz viel Kabel noch. So. Fuck. Ich habe kein Baumaterial mehr. Ich glaube, ja, dann hol dir was. Ich glaube, in dem bei den Glowstone ist was drin. Ja, klar, ist das da was drin. Stimmt. Die Kiste meine ich jetzt. Da gehe ich jetzt hin. Ja, meine ich auch. Ich meine auch die Kiste. Was soll ich sonst meinen? Wenn einer Tränke. Ja, genau, da müssen wir auch noch hin, da können wir nämlich handeln oder so. Mit dir. Ja, da kann man handeln. Und Wassertränke habe ich jetzt zwei mitgenommen. Genau. Du musst mir nur sagen, bei welchem Cube das war. Bei der Wolle Spawner. Da kann man sich auch nämlich ein Unsichtbarkeitsding holen. Und dafür brauchen wir Gunpowder. Deswegen müssen wir gleich noch einer zum Dings gehen. Zum was heißt das, Alter? Ja, ich gehe gerade zu dem Magma-Teil da und dann kann ich auch zum Creeper gehen. Wie gesagt, ich habe die Map schon einmal gespielt. So, ich hol mir jetzt Kabelstein. So, 8 Emerald. Emerald, Alter. So, mit diesen 8 Emeralds, soweit ich weiß, kann man sich Tränke irgendwie machen oder so. Also bei Handeln. Oh, der ist ja aber auch bei euch gerade so stark. Nein. Wenn du dich irgendwo hinbaust, dann schon. Das ist normal. Ja, das ist normal. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht, finde ich. So, ich habe wieder einen Nebensatz zusammen. So, ich habe 2 Magma Cream und Genau, dann gib. Tu die in die Kiste, die mal oben steht. So ich habe 8 Emeralds gefunden. Ja, tut alles, was so wertvoll ist, in diese eine Kiste, die eins höher ist. Lal, hier spawnt Cobblestein. Ja, genau, dann das. Da holst du das einfach. Ne? Hast du gerade Lal gesagt? Ja. Alter, richtig Lal, Alter. Du willst 2 Netherstars haben wir jetzt. Ich renn die ganze Zeit im Kreis. Hier in die Kiste. So. Ich mach da mal die ganze Zeit Netherstars, ne? Tu das. Was bringt das? Ja, Rüstung, Alter. Irgendwas. So. Hey, wo ist die Magma Cream? Die ist in der Kiste. Okay, such die jetzt mal. Nein, ich sterbe. Ich kann noch mehr mitbringen, wenn du willst, also. Ja, wär gut. Nein!
Muss ich aber halt die ganze Zeit gegen die kämpfen. Ja, wenn du, wenn es zu schwer ist, dann mach lieber erst was anderes. Du kannst ja dein gleiches. So, nee, da kommen nur diese ganz kleinen Teile raus. Okay, ich mach jetzt. Ich mach für uns jetzt Schwerter. Verzauberte. Wohin müssen wir noch? Was ist das denn für ein Energy Drink, ey? Wir haben jetzt welche mit Unbreaking und Knockback. Ein Schwert. Also ich kann mich ja schon mal zu den Creepern rüberbauen, damit wir Gunpowder bekommen. Ja, lass sie bloß nicht exploden. Exploden, Alter? Ja. So, wir haben welche mit Unbreaking und Knockback. Also wenn wir gegen Spieler kämpfen, ist das gut, weil dann kann man sie schnell runterschlagen. Also die Schwerter mit Knockback, die sind in der Kiste ganz so unten. Eine Magma Cream haben wir schon mal. Ich würde dir sagen, EO Tactics, kommst du mal zurück und holst dir ein Schwert mit Looting 4. Das wäre gut. Warum? Was bringt das? Looting, da kriegst du viermal mehr als Sachen, glaube ich irgendwie so. Ja, Looting, ach, da schon jemand bei den Magma Cubes? Ach so, egal. Ach so, 5. 5 ist das aber. Ich helfe dir. Ey, komm schnell, ich bin gleich tot. Ja, wir haben mich noch nie das Tag zusammen. Ich weiß jetzt ganz genau, wo Goldbarren herkommen. Das weiß ich nämlich nicht. Ich leg mal meine ganzen Sachen so in die ich leg mal einen Magma-Cream in die Kiste. Ich hab die ganze Zeit Knochen fahren hier. So, ich hab noch ein Herz, ich baue mich jetzt einfach zu den Creepern rüber. Ha. Dark Soul fell out the world. Out of the world. Er soll ruhig rausfallen, ich hab jetzt ein Schwert mit Feuer-Aspekt. Was? Okay, nice. Von also, zünd die Gegner jetzt an, ey. Also mit dem, ich will nichts mit dem Handel zu tun haben, mit so welchen asozialen Leuten. Also ich mein, Okay, ihr müsst auch ein Steinschwert bauen und dann eine Feuerlohe. Ich hab zwei Schwarzpulver. Boah, ich brauch Knochen. Genau, Schwarzpulver musst du in die Kiste tun, dafür kann ich euch Tränke machen. Weakness, die man werfen kann. Okay, das musst du auch in die Kiste tun, die immer eins größer ist, eins höher. Ich darf aber auf keinen Fall sterben. Ja, nett im Boden ist, die nett im Boden ist. Eins, die ist. Ach, da die Doppelkiste, die da oben ist. Genau. Ja. So, das Gunpowder bitte auch, weil dann mache ich uns gerade Tränke, Weakness-Tränke, die können wir gegen die. Ich habe jetzt 16 Emeralds und ein paar Dinge. Hey, Jack, guck mal, dreh dich mal um und was ist da oben rechts und oben links? Das sind, was ist das denn nochmal? Weiß ich gar nicht. Wäre gut, wenn da einer hinkommen gehen würde, weil ich weiß nicht ganz genau, was. Ach, ja, so, warte mal, ich. Ist das. Ja, aber ich weiß nicht, was da drin ist. Da ist ja auch immer eine Kiste drin meistens. So, was hast du gesagt? Gunpowder hast du reingetan, ne? Ja, zwei Stück, aber nur. Ist egal, wo ist das Gunpowder denn? Weiß nicht. In irgendeiner Kiste hab ich die. Okay, ja, hab's gefunden. So, ich geh dann zurück und hol die Weakness-Tränke. Die kann man da gerade gegen die Gegner werfen. Leute, welche Mongo hat die Nethersdorf weggenommen? Ich nicht. Achso, das ist gut. Nee, die sind in der Doppelkiste. Ja, okay, hab's schon gesehen. Dank dem Feuerschwert brate ich das Fleisch gleich beim Töten. Ja, das ist nice. Das hat Sharpness 2 und Unbreaking 1, glaube ich, hat's auch noch. Soll ich mir das Plünderungsschwert mitbringen und zu den Creepern gehen? Ach ne, für die Weakness-Tränke brauche ich Knochen. Für Regeneration. Knochen brauchst du? Bei uns, die bauen da, ich beobachte die schon. Ja, ey. Wir brauchen Bogen. Wo sind denn die? Ja, also wir haben, wir haben Dings, da bin ich mir sicher. Wir haben Faden und wir haben Sticks, ich mache jetzt Bogen. So, da sind Fäden drin. So, ich bin hier jetzt die ganze Zeit bei den Skeletten. Blutpaule, du gräbst dich da ja schon hoch. Jupp. Ist auch gut so. So. Da wollte ich eigentlich gerade hin, aber egal. Oh, ich brauche Leder. Okay, ich habe 3 Bögen. Wie greifen die Skelette einen bitte an? Nahkampf. So, Bögen sind in der Kiste, wo die. Wertvollen Sachen. Für die Leute, die sich fragen, was ich gerade mache, ich baue den Spawner hier ein, damit die immer nur aus einer Seite rausgehen können. Wäre natürlich gut, wenn jetzt einer zu Flint gehen würde. Weil wir hätten da noch Dings, wir hätten da noch Pfeile. So, geh du zu Flint, okay, da ist schon die Hälfte des Weges ist schon. Ja, ich habe noch 9 Dingensens gebaut. Ja, okay, dann tu's rein, hol dir Blöcke und geh zu Flint. Ich bin dabei. Wo ist denn diesem komischen Feuerball-Ding der Eingang? Ich glaube, wir brauchen eine Spitzhacke. Muss ich da drüber bauen? Ja, oben drauf. Wir brauchen alles Rüstung. Da ist so ein Steinblock. Den kann man abbauen, ich weiß nicht, was da denn ist. Hier ist ein Steinblock. Boah, ich glaube, ich gehe mal wieder zurück. Was ist das denn? Weil warum leftet der? Hey, das sind Feuerkugeln. Die spawnen hier, die werden hier geschossen. Also mal sehen, was ich alles mitgebracht habe. 11 Pfeile und 20 Knochen. Ich brauche jetzt alles Rüstung.
Lederrüstung. Ja, tu die erstmal rein. Mit jetzt meinem Schwert. Wenn man dann runterfällt, ist man dann eigentlich schon. Also am besten also, brauche ich eine Lederrüstung. Wir ziehen die am besten erst an, wenn die Gegner kommen. Ja, du weißt schon, dass wir die auch updaten können mit den Netherstars, ne? Ja, ja, genau. Die Netherstars, die habe ich ja schon am Anfang versucht zu farmen. Wir haben schon vier, ne? 8 genau, Emeralds dann, sind da drin. Ich würde sagen, gehen wir jetzt nochmal zur Spinne. Nee, ein Skelette wäre gut, weil dann könnte ich diese Weakness-Ränke machen. Haben wir noch Knochen? Ja, so, ich will kurz gucken, was hat der. LOL, ist irgendwas Unsichtbares vor? Wo gibt's Netherstars zum Farmen? Du musst erstmal Spinnaugen und Knochen. Spinnaugen und Knochen, genau. Wo bekommt man die Goldbarren her? Ach, von den Pigments! Ach ja, genau, stimmt ja. Pigment. Nein, da bekommt man Nuggets raus. Ja! Und die kann man zu Gold. Ja. Wo ist der Pigment-Spawner? Da hinten. Alter, kann einer zu Flint kommen und meine ganzen Sachen aufnehmen? Nee, geht gerade leider nicht. Ich muss zum Pigment-Spawner. Da kannst du auch selbst hingehen. Jay, ich bin... Ich sterbe gerade und habe alle Sachen dabei. Ja, ich kann nicht. Ich bin jetzt gerade bei Trinken. Clubfolge geht, glaube ich. Ich gehe mal zum Pigment-Spawner. Okay, ich gehe jetzt und hol die Weakness-Ränke. Ja, Daniel, ich baue mich gerade da schon rüber. Du kannst dann mir nachkommen, ne? Schlag mich. Woher habt ihr Eisenrüstung? Ja, mit dem Essen. Achso, ja, stimmt. Daniel? Real Life Man, ich würde aufpassen mit dem Eisenhelm, wenn du runterfällst. Stimmt, dann schieb den aber lieber weg. Weil ich würde den erst anziehen, wenn die Gegner kommen. Jay, wie viel Film brauchst du? Ey, Daniel! Daniel, ich leg... Da ist jemand schon, da ist jemand schon! Mit Feuer, Dings! Bei unserem Trank-Dings! Bei unserem fuck. Kommt hier hin! Ey, ich hab das Plünderungsschwert in die Kiste beim Pigman-Spawner gelegt. Da sind schon zwei! Cool. Gimmis, Hund! Hä, wo sind die? Bei unserem Trank... Dings. Keine Ahnung, über der Kuh. Kommt einfach hin. Ja, Bogen würde ich sagen, Bogen, ne? Für mich? Ich hab, zwei einen Pfeile. Ich kann schießen. Er ist runtergefallen, glaube ich. Da läuft er weg. Ich hol mir so ein Schwert, ne? Du brauchst Federn für Pfeile. Hä? Lol, unser Bett ist kaputt. Was? Im Ernst, oder? Los, lauf sofort zum Fort. Nee! Da sind meine ganzen Sachen. Das ist kaputt! Hast du das? Nein, ich hab das nicht. Bei den Trankdingen sind alle Sachen von den Gegnern und rüstet euch schnell aus, rüstet euch aus! Dort waren Schwerter, Bögen, alles. Geht schnell, der hat nämlich Verbrennungsschwert. Damit könnt ihr alle vor. Unbreaking Knockback. Okay, zieht euch alle Rüstung. Aragondon gibt dir Game Mode und einen Unsichtbarkeitstrank und dann beobachten wir. Ja, ich hab keine Rüstung. Alter, ich nehme jetzt einen Netherstar, Junge. Scheiße, wo ist. Mann, ich brauch Federn hier. Wo sind denn die? Wo sind die, Mann, lol? Ich seh die gar nicht. So. Boah, das glaube ich. Scheiße, Mann. Ja, ich seh die gar nicht. Wo sind die? Ja, ich habe jetzt die Rüstung Protection 1, Protection 2 und Unbreaking 1. Ich habe gar keine Rüstung. Ich habe gar keine. Ich habe nur so einen Kopf Teil. Jimmy's Hund ist bei den Tränken. Ja, ich habe jetzt der Leder gegeben, ne? Ich habe mein Leder zu formen. Der geht jetzt rüber. Worüber? Bei unserem Kühen jetzt. Bei unseren Kühen, über Kühen. Ah, okay. Ist er jetzt. Pass auf, genau da drauf. Jay, mach dich unsichtbar, Mann. Bin ich doch. Nein. Hä, bist du tot, Jay? Lol. Der schießt mich mit Feuerpfeil ab. Geht weg, haut ab. Also, Schubert 2 sind tot, ich bin auch unsichtbar. Der hat mich getroffen. Hast du so ein Bett abgebaut? Ey, da ist Weiß, Alter. Scheiße, Mann, der hat einen Bogen. Weiß hat einen Bogen, der hat Aimbot. Gimmis Hund, die sind alle da. Aber Bullshit. Weiß wurde gerade vom Skelett gekillt. Runter. Lol, wo ist unser Bett? Bei meiner Aufnahme ist das vielleicht geil. Der Prophet wird gleich auch vom Skelett runtergefeuert, wenn er nicht aufpasst. Okay, der Gimmis-Hund ist schon angeschossen. Schade. Prophet abschießen, der kommt jetzt zu euch, rüber. Oh, der hat mich so angefreckt, Mann. Unsichtbarkeitstrank. Aragondon, du bist nicht unsichtbar. Nein! Aragondon, du bist nicht unsichtbar, du. Ja, doch, eigentlich schon. Ich hab den Propheten gekillt. Okay, jetzt pass auf, der Gimmis-Hund ist noch da. Bin ich alleine, Mann? Nein, Dark Souls kommt auch noch. Weiß auch noch. Ey. Der Mistron springt runter jetzt. Der kommt mit dem Schwert auf dich zu. Der ist jetzt ist er bei uns auf der Base. Ja, ich glaube, wir sind. LOL. Ja. Jawoll! Okay, trink jetzt irgendwas, damit du Leben generierst. Ich sag dir, wenn die kommen.
Weiß und Dark Souls sind jetzt in. Die tauschen uns sich jetzt Bögen aus. Die sind bei den Kühen oben drauf. Ja, aber nicht verraten. So, ich hab ein Feuerschwert. Wenn du als Game Mode-Typ zwar rätst, wo die sind. Also darf man das nicht sagen. Komm, HD kommt jetzt auch. Haben wir deren Bett denn auch schon oder wie? Nein! Nein! Nein, wir dürfen verraten. Darf ich mich jetzt zu euch TP'en? Herr, wo ist denn die Base von denen? So, ich sag dir, wenn sie kommen. Weiß kommt jetzt, warte. Hä, wo ist denn deren Base? Wisst ihr, wo deren Base ist? Deren Base, da steht gar kein Bett mehr. So, ich hab ein Feuerschwert und ein Feuer. Komm mal, die kommt jetzt. Und Weiß. Vorsicht! LOL! Ja, nein! Hä? Das sind. Scheiße! Fuck! Okay. Mist. Hey, wo haben die. Lass mal kurz schauen, wo die ihr Bett gebaut haben. Das Bett steht nämlich nicht mehr am Spawn. Wo ist euer Bett? Fuck! Weil. Ich hab Bett, den Gommel noch gekillt, das Bett Mann. Musste auf Obsidian gemacht werden. Und das Bett steht nicht auf dem Obsidian-Punkt. LOL, wo? Ja, deren Bett steht nicht auf Obsidian. Ja, schreibt das aber nicht, wir lassen das so und werden denn. Die Leute sehen dann im YouTube-Video, dass sie ihr Bett irgendwo anders versteckt haben. Ja, okay, das sehen sie dann bei dir. Ja, haben sie jetzt verloren oder was? Ne, wir haben verloren. Ja, aber ihr Bett steht doch nicht auf Obsidian, oder nicht? Ja, ach, das ist es ja. Herr, wo ist denn deren Base? Ich weiß gar nicht, wo deren Base ist. Warte mal. Muss mal einen töten gehen und dann gucken, wo er respawned wird. Läuft, das Bett steht ja wirklich nicht auf Obsidian. Na gut, dann würde ich sagen, war's das jetzt mit dieser Aufnahme. Jetzt folgt noch das Outro. Und wir sehen uns beim nächsten Battle, wenn es wieder heißt. Leute. Die Gegner pwned. Tschüss. Tschüss.